Ja, Herr Römer hat ja eben mit viel Empathie die großen Gemeinsamkeiten beim Gipfel hervorgehoben. Das ist ja prinzipiell auch richtig. Wenn Sie unseren Entschließungsantrag genau gelesen haben, sehen Sie, dass wir die Maßnahmen, die auf dem Gipfel verabredet worden sind, unterstützen als Minimalkonsens. Wir wollen mehr, das steht auch im Entschließungsantrag drin. Ich möchte Ihnen aber jetzt noch sagen, wir stimmen ja nicht über den Gipfel ab, sondern wir stimmen jetzt über Ihren Antrag ab, den Sie eingereicht haben. Und da möchte ich Ihnen kurz sagen, warum ich meiner Fraktion empfehle, den abzulehnen. Das ist zum einen, weil Sie in der Präambel ausdrücklich das Bekanntwerden der schrecklichen Ereignisse als Begründung annehmen, eine intensive Debatte über die aktuelle Lage der Flüchtlingsaufnahme zu führen. Ich finde, das ist eine Verhöhnung der Opfer der Misshandlungen und ein Eingeständnis der Geringschätzung der eigentlich zu erfüllenden Aufgaben des Landes. Ein zweiter Punkt, der mir auch wenn es vielleicht wie eine Kleinigkeit erscheint, aber wichtig ist, auf dem Gipfel wurde klar verabredet, die Zuweisung für soziale Beratungen der Flüchtlinge um 3,5 Millionen Euro zu erhöhen, das heißt zu verdoppeln, wurde auch groß noch einmal herausgestellt. Das ist Gegenstand des gemeinsamen Antrags, gemeinsamen Antrag. Heute steht hier in der Beschlussfassung, die uns vorliegt, drin, in diesem Passus mit den 3,5 Millionen. Darüber hinaus soll aus diesen Mitteln ein dezentrales Beschwerdemanagement in den Landeseinrichtungen geschaffen werden, sowie das ehrenamtliche Engagement aktiviert und koordiniert werden. Das heißt ganz klar, da bleibt dann fast nichts mehr übrig. Und so steht es nicht in dem gemeinsamen Antrag, Frau Kraft. Das ist hier so. Das kann jeder nachlesen. Und wie gesagt, aus den Gründen empfehle ich, uns den Antrag abzulehnen. Dankeschön.